Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute bereiten wir nochmal Spareribs zu. Wie genau, zeige ich euch jetzt. Ein kleiner Filmunfall, deswegen hole ich das jetzt kurz nach. Die Silberhaut habe ich abgezogen. Dann habe ich die ganzen Rippchen mit Senf eingerieben. Und zwar habe ich dafür so einen amerikanischen milden Senf genommen. Ich finde ihn sehr aromatisch und hat den Vorteil für meine Familie, dass er nicht ganz so scharf ist. Darauf wiederum habe ich dann Honey Hock Hot gemacht. Das Meat Church Barbecue. Das ist ein bisschen schärfer, hat aber einen relativ hohen Zuckeranteil auch noch, damit es eine schöne Kruste bilden kann. Das Ganze wird jetzt einvakuumiert. Ich muss noch Beutel vorbereiten. Und dann kommt das morgen auf den Grill. Dann schnappen wir uns die Rippchen und schwupp das erste. Schwupp das zweite. Nummer 3. Und Nummer 4. Seite. Ihr könnt es sehen, ich habe hier oben den Rand total versaut, aber nicht von außen. Das heißt, das Ganze wird jetzt einmal umgeklappt. Kommt in den Vakuumierer. Und absaugen. Ah, ist noch zu warm. Aber das hier kann ich euch schon mal zeigen. So geht das jetzt nochmal in den Kühlschrank bis morgen. Und dann kommt es auf den Grill, das Smoking Boss. Und dann wird es abends gegessen. So, dann haben wir nochmal den Portland vorbereitet. Der steht aktuell bei 120 Grad, da wo das Thermometer eingesteckt ist. Ich meine Räucherbox mit Eichenchips. Unsere Rippchen. Den schwedischen Helfer. Durchgezogen sind sie auf jeden Fall. Hoppala! Zange. So. Das Ganze kommt jetzt schön auf mittlere Höhe. Gleich fangen die Chips an zu smoken, da bleiben die dann für ca. 3 Stunden und kriegen erstmal einen schönen Rauch. Windig ist es, habt ihr gehört? Ich stelle gerade fest, ich hoffe, das kann man auf dem Video sehen, dass diesen Umzug von der einen in die andere Ecke und das ständige Hin- und Hertragen wahrscheinlich die Tür ein wenig verzogen hat. Weil bisher war mein Grill dicht und jetzt raucht es raus. Nicht viel, also oben ist deutlich mehr. Das kann ich leider gar nicht erkennen. Also oben ist deutlich mehr. Aber wirft. So, jetzt machen wir schnell einen kleinen Blick rein. Raucht. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben unsere Zieltemperatur erreicht. Das heißt, jetzt noch circa 2,5 Stunden schön in dem Rauch, damit die leicht vorgaren können. Danach werden die eingepackt und schön gedämpft, damit die auch nachher richtig schön vordere Bohnen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe,
Also ich habe mir einen Druckminderer besorgt, wo ich den Druck selbst auch noch mal ein bisschen weiter runterdrehen kann auf, ich glaube, bis zu 30 Millibar. Und ich habe eine Schlauchbruchsicherung. Kann ich jedem nur empfehlen, falls nämlich mal irgendwas hier am Schlauch passiert, sei es, dass in der Nacht ein Marder kommt und reinbeißt oder er aus sonstigen Gründen kaputt geht. Im Zweifel, dass einfach nur der Schlauch platzt, das kann ja alles passieren, hat es den Vorteil, hier ist eine Sicherung drin, die schlägt dann zu, wenn zu viel Gas auf einmal durchströmt oder zu schnell eine Abnahme ist und dann kommt ja nichts mehr raus, egal wie weit hier oder hier aufgedreht ist. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ist so, man an Wettkämpfen teilnimmt, auch Pflicht oder sobald man irgendwie in den öffentlichen Bereich reingeht, Pflicht, damit eben nicht wahllos 11 Kilo Gas ausströmen und der Erste mit der Zigarette ankommt und man ein neues Rammstein hat. So, 3 Stunden Räuchern sind um. Ja, das passt. Das heißt, einmal ein Bier. Oh! Steht ihr schon die ganze Zeit draußen? Hat mir alle gerade reingefallen. Dann legen wir uns den Rost da drauf. Und holen uns die Rämmchen raus. Wir packen das Ganze schön in Alufolie ein. Dann kommt das Ganze wieder auf den Grill. Vielleicht hätte ich es erst aufmachen sollen. Und zwar niedriger, weil wir mit mehr Hitze arbeiten. So, hier haben wir jetzt die Flamme. Da geben wir jetzt mal ein bisschen Power drauf. Machen wir erstmal Vollpower. Damit hier oben, hier ist jetzt das ganze Ding drauf. Die Flammen von unten gegen die Schale, na wo ist sie? Von unten gegen die Konsistenzform kommen. Das Bier darin anfängt zu kochen und das Ganze dann weitergeht. So. Ist mir hier ein Fühler runtergefallen. Den klemmen wir jetzt hier rein. So, den Fühler habe ich jetzt da angeklemmt. Tür zu. Jetzt warten wir darauf, dass das Ganze bei 130, 140 Grad landet. Das ist die Temperatur, die ich jetzt anstrebe. Und wenn die erreicht sind, 2 bis 3 Stunden dämpfen. Eher 3 Stunden. So, jetzt mischen wir Blütenhonig, einen guten Esslöffel oder 2, also den Rest, der hier drin ist sozusagen, mit der halben Flasche Barbecue-Soße und damit werden die Rippchen dann gleich glasiert. So, weil ich natürlich wieder meine Handschuhe verlegt habe, nehme ich mal wieder die guten Topflappen meiner Frau. Warm. Das Papier runter. Duftfernsehen geben würde, hätte ich jetzt schon ersten Preis. Und dafür auch Boden legen, bei dem bin ich doof, habe ich gerade festgestellt. Oh, guck mal, wie sich die Knochen zurückgezogen haben. Geht's ans Glasieren. Oh, die lösen sich jetzt schon. Das wird jetzt bestimmt ganz interessant, wenn ich die umdrehe. Muss ich aufpassen, dass sie nicht direkt auseinanderfallen.
gut sahen die lange nicht aus. Och, riechen die. Erstmal eine schöne Schicht drauf und nachher noch ein zweites Mal drüber. Die gehe ich jetzt mal spülen, mal gucken, ob ich es überhaupt so richtig sauber kriege oder ob ich sauber kratzen muss. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ja, die Rippchen dürften jetzt irre heiß sein. Ich schnappe mir mal hier so die erste. Und, pass mal auf. Das ist doch einfach geil, oder? Auch da ein kleines Probehäppchen. Ja, das wackelt. Also die fallen so auseinander. Jetzt habe ich natürlich die Unterseite. Nehme ich mal schnell hier so. Meine bisher besten Rippchen. Ich mag sie ja sehr gerne, wenn sie fall off the bone sind. Im Wettkampf heißt das, die müssen noch ein bisschen Biss haben. Die hier in den Mund weg. Einfach im Mund zerflossen. Die Süße vom Honig, die rauchige Barbecue-Soße und dann die Honey Hot Rock bringt die leichte Schärfe im Hintergrund, aber erst im Nachgang eigentlich schon fast gemein. Supergeil, supergeil. Wenn euch dieses Video genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir einen Daumen hoch da, lasst mir einen wohlwollenden Kommentar da. Nicht vergessen, auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch nächste Woche wieder Bescheid wisst, die Glocke drücken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Tschüss.